Jo Leute, ich bin euer Creeper HD und willkommen zum neuen Minecraft Let's Play. Minecraft Let's Play. War natürlich nur ein Spaß. Ich bin's Feuerstein. Ich kann fliegen anscheinend. Warum kann ich fliegen? Ich weiß es nicht. Und damit willkommen zum heutigen Video. Und auch willkommen zu einer Runde Invisible Bed Wars. Anscheinend buggt das. Naja, es geht heute um das Thema Vergangenheit. Ich fand nämlich auf Course einen YouTuber mit 3000 Abonnenten. Dieser Kanal hier, auch mal eingeblendet gerade, war mein 3K-Hauptkanal. Das war ein Kanal, wo ich Speedruns, also schnelle Runden innerhalb einer halben Minute, gefinisht habe in Course, das aufgenommen und hochgeladen habe. Das kam sehr, sehr gut an bei den Leuten und Course-CVs hatte ich auch hochgeladen. Ich wurde dann gebannt. Ja, für Bannumgehung. Darauf möchte ich aber des Weiteren gar nicht mal so hart jetzt in diesem Video eingehen. Auf jeden Fall ging es dann darum, dass ich gebannt war und das war dann so der ausschlaggebende Grund, weshalb ich mir was Neues suchte. Da kam mir RewWW sehr entgegen. Ich sah, das war im Hype, dachte mir so, okay, so, warum nicht? Warum macht man das nicht auch so wie die anderen? Und ich hatte im Gegensatz zu wahrscheinlich 99% der RewWW-YouTuber mein eigenes Zeug am Anfang durchgezogen, weshalb ich auch schon relativ schnell meine Abonnenten bekommen hatte und ja, bei mir ist einfach was anderes. Ich mache halt nicht diese 0815, nicht scheiße, aber 0815 Videos, sondern ich versuche mir schon immer wieder bei jedem Video was Neues auszudenken, worüber ich reden kann, was ich machen kann. Zum Beispiel jetzt beispielsweise das Dealer Trolling hatte 70.000 Aufrufe zu diesem Zeitpunkt hier erreicht heute und ja Leute, das war einfach was Eigenes und deshalb einfach was Eigenes zu nehmen, das hilft und was Eigenes zu nehmen motiviert auch und es gibt auch Denkanstöße. War das schlau, wie ich gespielt habe? Ja, war es, aber ich habe verkackt, lol. Wir haben bald übrigens die 8K, Leute, 8K, ihr seht's. Auf jeden Fall habe ich dann RewWW angefangen, hatte meine eigenen Thumbnails gemacht, ja, Grüße an neutrale Gurke. Und dann lief es auch relativ gut. Und sehr, sehr schnell wurde ich halt auch ein bisschen bekannter, sage ich mal. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, irgendwann hatte ich dann Gomme komplett vergessen. Ich bin jetzt seit circa einem halben Jahr auf Gomme gebannt und ich bereue es keine Minute, ja, sozusagen RewWW-Content eingeschlagen zu haben, denn das ist einfach viel cooler und unterhaltet auch die Leute viel mehr als Chorus. So, und den sollten wir jetzt auch haben. Außer wir sind dumm. Aber das sind wir ja nicht. So, jetzt kommt uns noch schnell ein Schwert. Ja, nein! Wir haben, okay, schade. Okay, Leute, ich mache jetzt den Overprank. Den Overprank, Leute. Und zwar gehe ich jetzt zu ihm mit Equip und tue so, oh nein, ich hab nix. Und dann, Alter, Handy, beruhig dich. Handy, beruhig dich, danke. So, Ultra-Prank. Und wir sehen uns in der Runde MLG Rush mal kurz. Ich finde es übrigens übel geil, danke Kudo an dieser Stelle mal, dass jetzt Kudo so eine mehrere Teammöglichkeiten eingeführt hat für Kudo MLG Rush, auf jeden Fall nice. Ja, auf jeden Fall hier Props an teamkudo.de, dass die das mal hier geupdatet haben. Und ja, ich glaube, wir haben das schöne Bett hier auch. So, steht schon 2-0-0-0. Ja, auf jeden Fall soll dieses Video nicht nur ein Infovideo sein, sondern einfach mal auch ein bisschen Denkanstöße geben. Denn, meine Freunde, man soll sein eigenes Ding auf YouTube durchziehen und nicht das von anderen kopieren. Zum Beispiel sollte man auch nicht die Thumbnails von anderen kopieren, was trotzdem extrem viele von mir machen. Feiere ich jetzt gar nicht, aber Leute, was soll der Scheiß? Warum sollte man sich über Dinge aufregen, die man halt eh nicht mehr ändern kann? Weiter im Kontext, ich glaube schon, dass ich bald die 10k erreiche, weshalb ich euch schon mal nochmal dran, euch mal dran erinnern möchte, dass mein 10k Pack, das was ich hier gerade benutze übrigens, so gut wie zur Hälfte fertig ist oder schon über die Hälfte halt fertig ist, weshalb ich das schon bei 10k releasen werde. Also Leute, Like und Abo-Button smashen, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst doch Bescheid, so ist es beim Feuerstein und ich habe den gerade richtig zerbutterfliegt. Zerbutterflight, na, lustiger Witz, danke, tschüss. Genau, einfach, dass ihr es wisst, einfach mal reinzappen, bei 10k Abos wird es releaset. Und ich mache jetzt mal aus Troll einfach mal slash nick. Und ich bin der Anonymous-Typ da. Cool, ne? Richtig cool.
Leute, dafür diesen Anonymous Skin mal ein Like da lassen, oder? Oder nicht? Bam! Oh. Ich wollte Bett sagen, dann wollte ich Handy sagen und dann habe ich Band draus gemacht, weil es cooler ist. Lol. So. Auf jeden Fall, Leute, macht euer eigenes Ding. Lasst euch nicht von den Trends beeinflussen. Soweit es noch okay ist und soweit es noch nicht die Richtlinienverstöße macht. Was Abstraktes macht etwas, was noch nie da gesehen war, etwas noch nie erlebtes auf YouTube. Damit man einfach von der Masse sich abheben kann. Ich meine, wer möchte nicht im Gespräch sein der BW-Szene, so wie es bei mir war. Zum Beispiel wegen meiner Packs oder wegen des Dealers Rollings. So. Und lol. Log-MLG am Start. Das schaffen wir jetzt nicht mehr mit MLG. Leute, was passiert eigentlich, wenn man hier über diese Zahlen kommt? Das würde mich sowas von interessieren gerade. Oh mein Gott. Ja, easy, ne? Mit 0,5 CPS gefüllt. Ich würde aber sagen, Leute, das war's mit der Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao. Komm, bau mein Bett ab. Komm.